Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report Livestream. Heute mit dem Thema Überraschungsanstieg bei Gold auf 2000 Dollar bis November 2022. Disclaimer. Überraschungsanstieg bei Gold. In 10 Tagen ist wieder Funk-Meeting. Gold dürfte sich bis dahin kaum bewegen. Vielleicht vor etwas beginnt es zu steigen, um am 21. September wieder zu drücken. Diese Drückung dürfte jedoch wegen weiterer Zinserhöhungsabsichten der Fed zu einem überraschenden Anstieg bei Gold in Richtung 2000 Dollar führen und das innerhalb von 2 Monaten, wie dieser Analyst hier andeutet. Silber dürfte ebenfalls und sogar stärker steigen, das Gold-Silber-Ratio unter 80 sinken. Diese kurze und ruckartige Aufwärtsbewegung der Metalle sollte Goldaktien besonders gut steigen lassen, damit die Bullen wieder das Heft in die Hand nehmen. Ja, so ist es. Auch wenn wir jetzt seit 6 Monaten in diesem fallenden Kanal seit dem letzten Goldpeak sozusagen gefangen ist, heißt das nicht, dass urplötzlich Gold nicht stark ausbrechen können. Und im Grunde genommen würde ich sogar sagen, diese 6 Monate fallenden bauen eigentlich Energie auf und das sich eruptionsartig dann entladen. Deswegen halte ich das für durchaus plausibel, dass hier, wie dieser Statist bzw. Analyst meint, wir vielleicht im Oktober Wert über 1800 sehen, ein bisschen seitwärts geht und dann richtig dramatisch Richtung 2000 ansteigt. Wie es dann weitergeht, steht im Augenblick in den Sternen. Grundsätzlich sagen ja die Statisten und die Saisonalität unterstützt das auch, dass es zumindest bis Februar 2023 aufgrund der vorherrschenden Saisonalität weiter steigen müsste. Und vielleicht sehen wir bis dahin Gold 2100, 2200, 2300 und hoffentlich Silber irgendwie über 50. Das wäre natürlich absolut toll für Goldaktien. Und die würden dann von im Grunde von diesen Pen gute Goldaktien, gute Penny Stock Goldaktien würden dann vom Penny-Bereich in den Dollar-Bereich wandern und hoffentlich in den Mehr-Dollar-Bereich. Hier ein angehender Goldproduzent in Australien, hohes Risiko. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am historischen Yuamani-Bergbauzentrum. Das Yuamani-Goldprojekt befindet sich 480 Kilometer nördlich von Perth und 400 Kilometer landeinwärts. Die Yuamani-Goldmine hat in der Vergangenheit 667.000 Unzen Gold, mein Gehalt von 5,42 Gramm pro Tonne, also High Grade im Tagebau von 1987 bis 1983 produziert. Sie haben auch Proben oder beziehungsweise Messergebnisse von 14,6 Gramm pro Tonne als sehr gutes Highgrade. Gleichzeitig hat das Gebiet noch großes Explorationspotenzial. Es gibt auch eine Mineralressourcenschätzung des Projektes, das im Tagebau und Oberflächenbergbau, Open Pit also, abbauen wird. Und dort werden im Schnitt 3,78 Gramm pro Tonne pro Tonne Gold, also auch hochgradig für 3 Millionen Unzen geschätzt. Davon gehört den 70%. Das andere ist ein Joint Venture, 30% gehört einem anderen Unternehmen. Sie haben eine anvisierte Produktion von 0,075 Millionen Unzen, also 75.000 Unzen pro Jahr. Also da kommt dann auch Cashflow rein und dann ist eben die Exploration dementsprechend auch leichter und besser zu organisieren, zu bewerkstelligen. Dann haben sie noch andere große Projekte. Das Projekt Mount Fisher und Mount Eureka. Das befindet sich in Northern Goldfields, etwa 500 Kilometer nördlich von Kalgoorlie, etwa 120 Kilometer östlich von Winona. Sie sehen es ja auf der Karte, wo das ist. Also weiter im Outback. Ja, das ist einer der größten Goldprovinzen der Welt. 850 Quadratkilometer. Also durchaus beachtlich. Und Eureka hat 350 Quadratkilometer, wovon dem Unternehmen wiederum 75% gehört. Und Mount Fisher beherbergt eine ausgedehnte orogene Goldmineralisierung. Weiterhin gibt es Potenzial für Kupfer-Zink-Vorkommen. Also ziemlich große Gebiete noch zu exploren und in Produktion zu bringen gegebenenfalls. Aber das Attraktive hier dran, dass man hier eine bestehende oder eine historische Mine hat, die ist dabei, wieder in Produktion gebracht zu werden. Es gibt dann Produktion und Cashflow
Und das haben sicherlich ja auch die Investoren schon mal honoriert. Hier sehen Sie, wie es angestiegen ist. Hier ist es ab 2019 ausgebrochen. Hier nochmal gab es nochmal günstige Einstiegspunkte im Corona-Tief und ist dann sage und schreibe hier von 0,2 hochgeschossen auf 1,2 in wirklich ganz wenigen Monaten. Und jetzt gucken Sie sich die Situation hier an. Sieht die nicht absolut identisch aus wie mit der Situation hier von 2020? Ich denke ja. Ich denke, wenn jetzt hier Gold, auch wie Anfang angedeutet, tatsächlich hier mit einem eruptiven Ausbruch nach oben die nächsten Monate gehen kann, wo sind solche Goldaktien? Die sind ganz, ganz schnell wieder bei dem alten Hoch. Und dann, wenn dann Gold tatsächlich auch 2000 dauerhaft durchbricht, 2100, 2200, 2300, sind mehr Dollarbereich möglich. Ich will hier keine Spekulation machen. Der Potenzialfaktor, ich habe hier jetzt 3 Millionen Unzen Gold angesetzt. Ich habe also hier die 30% nicht abgezogen, weil es eben noch viel großes Explorationspotenzial gibt. Und auch Mount Fisher und Mount Aurica ist da mit großen Gebieten. Und ich denke mal, 3 Millionen Unzen haben die mindestens Hochgrad des Landes Australien. Marktkapitalisierung von 45 Millionen. Produktion, wie gesagt, diese 75.000 pro Jahr sind anvisiert. Und das heißt, wenn Gold 2.500 erreicht werden, hat eben diese Aktie eine Chance, um das 66-fache höher zu stehen nach dieser Potenzialform. Ist ein theoretischer Vergleichswert, muss man nicht so absolut ernst nehmen. Es hilft aber wirklich zum Vergleichen dieser Aktien, dass man das überhaupt bewerten kann. Wo das am Ende in der Goldmania landet, wird man sehen, aber diese Goldmanias produzieren ja diese hohen Werte teilweise, diese Verrückten. Und Sie sehen ja, wie schnell es hochgehen kann und von was für ein Tiefen. Hier von 0,2 auf 1,2 ist gigantisch. Und das war, ja, das war ein Vorgeplänkel. Wenn jetzt wirklich Gold Richtung 2,3, 2,5 geht, dann, wenn so viele Projekte wieder zum Leben erwacht, dann dürfte es eine ganze Menge 10, 20, 30, 50 und vielleicht sogar 100 Bäcker in dieser Phase geben. Ja, deswegen sind wir natürlich in Goldaktien investiert und versuchen eben diese Aktien zu identifizieren. Also ein interessantes Unternehmen, eben wie gesagt, Produzent mit erheblichem Explorationspotenzial, hochgradiges Gold Australien. Was will man mehr? Ja, wir fokussieren uns eigentlich auf diesen Goldaktienbullenmarkt von 1970er Jahre. Ich war sehr begeistert, als ich diese Zahlen mal entdeckt hatte. Ich konnte sie kaum glauben. Im Internet existierten lange auch noch ganz andere verrücktere Zahlen, aber die haben sich tatsächlich als Fake hereingestellt. Es gab da irgendwie so einen Kommafehler, wo da mehr oder weniger stand, dass sich von 5 Dollar da irgendwie, 5 Cent da irgendwie was auf 100 oder 200 Dollar bewegt haben. Das stimmt nicht, aber das sind reale Zahlen. Aber die sind auch schon absolut beeindruckend. Das ist eine Realität von 5 oder 10 oder 20 Cent. Unternehmen, wie ich es gezeigt habe, mit Explorationspotenzial erreichen solche Höhen. Goldaktien sind da tiefer, als sie damals waren. Aus meiner Meinung, in Ansätzen kann sich das wiederholen. Und das ist einfach eine unglaubliche Chance. Wenn man sieht, dass man teilweise aus 1000 Dollar da 50, 100, ja, eine Viertelmillion machen könnte. Und wir haben es ja mit einigen Beispielen auch schon erlebt. Wir haben ja schon einige, zum Beispiel Great Beer war ja 600 Bäcker. Also hätte man da 1000 Dollar investiert, sind 600.000. Das ist noch eine Ausnahme. Noch haben wir auch keinen großen Goldaktienbullenmarkt. Das ist die Hoffnung, dass was jetzt mit Great Beer damals passiert ist, also von 5 Cent 2016 dann bis auf 2020 bis auf 30 Dollar, dass es in Ansätzen mit vielen anderen Aktien immer einen richtig starken Goldaktienbullenmarkt wie in den 1970er Jahren kommt. Das ist die Hoffnung. Und was tut man? Ja, man kauft Penny Stocks mit großen Ressourcen, mit Superlativen, dass nachher die Großinvestoren diese auch entdecken, diese großen Ressourcen, diese Superlativen und dementsprechend auch eine superlative Bewertung am Ende steht, sodass wir das nachher den heißen Markt, die Teilnehmer, die dann alle um den Goldaktien jeden Preis haben müssen, abverkaufen können und wir diesen Markt verlassen. Darum geht es. 1000-Bäcker-Report, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren mit dem berechnen den Potenzialfaktor, wie Sie vor zwei Seiten da gesehen haben bei der einen Aktie, sortieren das Ganze nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko.
Wir haben auch eine Exit-Strategie, in was kann man investieren, wenn dieser Boom vorbei ist. Weiterhin biete ich Ihnen auch noch einen Portfoliovorschlag an mit persönlicher Beratung, falls das für Sie interessant ist. Dann Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist einfach ein Abwicklungstool als Abwechslungswerkzeug. Sie können einfach überweisen und es ist im Prinzip sofort in Zollfreilage in der Schweiz eingeliefert. Sie haben dann ein Konto, Sie können darauf zugreifen, Sie können es jederzeit verkaufen, als das Geld ist, können Sie wieder zurückkriegen. Sie können sich es ausliefern lassen. Warum ist das interessant vielleicht? Weil es vielleicht relativ schwierig ist, in der Situation, wo jetzt ein Gold, Silber hochgeht, kommt es vielleicht zu Nachfragedefiziten und solche Sachen. Und wenn Sie und Sie müssen Schlange stehen, vielleicht gibt es nur eine Verkaufsmenge pro Person oder who knows. Die sind jedenfalls, das hat der Geschäftsführer schon mal gesagt, in Interviews sind in jeder Zeit an Ware gekommen. Und sie sind sehr darauf spezialisiert. Das geht vollautomatisch, das ist leichter, also als das über einen Schalter, Betrieb etc. zu wickeln. Ist vielleicht ganz hilfreich in dieser Situation. Ja, Preisvergleich, Gold.de ruhig mal anschauen. Ansonsten hier nützliche Informationen. Ja, das ist die Frage, mit welchem Broker können Sie arbeiten? Zum Beispiel Flatex. Das kostet, glaube ich, dann eine Order am Toronto Stock Exchange 5,90. Dann Swissquote, Schweiz ist ein bisschen Steuer, kostet circa 20 Franken die Order. Aber Sie können das eben auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz da öffnen. Einfach, dass man ein bisschen diversifiziert ist, sicherlich nicht von Nachteil. Dann eine Information, können Sie Edelmetallen einlagern, also eine Information einfach, wo Sie zum Beispiel einfach kurz in der Nähe des Hauptbahnhofs von Zürich einfach zum Beispiel einen Schließfach anmieten, kostet so circa 220 Franken oder so im Jahr, ist sehr einfach bedienen, leicht auch erreichbar aus Deutschland, Österreich, wie auch immer. Dann auch noch ein Goldhändler in Liechtenstein, da können Sie ein Konto eröffnen, da können Sie Geld einzahlen. Und da wird es für Sie dann gehortet, das Gold. Und Sie können es online verkaufen, wieder verkaufen lassen und wird auf Ihrem Konto dann wieder gutgeschrieben. Also da können Sie dann ohne physische Präsenz zu sein. Sage ich mal, vielleicht eine Mischung davon macht es dann. Ein bisschen im Grunde genommen zu Hause lagern. Bisschen vielleicht ein Schließfach, wo Sie persönlich zugreifen und dann vielleicht noch so ein Goldeinlagerungsfirma nutzen. Ja, dann hier weitere Literatur über Goldaktien, Interviews von Experten oder Informationen wie Uwe Bergold, kann ich immer noch empfehlen, diese Videos. Dann weitere internationale Goldseiten wie COCA, das ist ein internationales Diskussionsforum, ein englischsprachiges, da werden eigentlich alle Minen dann nochmal diskutiert. Das ist sicherlich immer interessant, nochmal nachzuschauen, wenn Sie sich die Minen auch nochmal angucken. Also wenn es Kontakt bei Zustellungsproblemen, Rückfragen, ja, rufen Sie einfach an. Ich würde mich dann, sobald ich Zeit habe, auch wieder melden und für Anregungen, Fragen aller Art oder eben Zustellungsprobleme stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Abend und eine erfolgreiche Arbeitswoche. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben und Ihnen das Video soweit zugesagt hat. Also besten Dank und bis zum nächsten Mal.